Du suchst einen Trading-Tipp, mit dem du innerhalb weniger Minuten extrem viele Coins machen kannst. Der Trading-Tipp, den ich dir jetzt vorstellen werde, der ist dafür perfekt geeignet. Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA 18 Video. Ihr seht schon heute wieder 5 Spieler, die wir verkauft haben. Und um die soll es heute auch gehen. Es ist ein weiterer Trading-Tipp, es ist eine weitere Trading-Methode, die zurzeit sehr, sehr gut geht. Die wird, glaube ich, auch nur ein paar Tage gehen. Also schaut wirklich, dass ihr die schnell anwendet. Okay, ich zeige euch die 5 Spieler, um die es geht, beziehungsweise ja, die Art der Spieler, um die es geht. Ihr seht, es sind Rechts- und Linksverteidiger aus der Bundesliga und aus der Calcio A. Mit denen kann man im Moment gut Gewinn machen. Und zwar sind die alle so, ja, eigentlich sogar noch mehr wert als 950. Die sind alle so 1500 oder so mindestens wert. Und das sind eben die Spieler, die wir jetzt heute erst snipen werden. Es geht um Snipen und ich zeige euch das Ganze einfach mal hier anhand eines Beispiels. Wir gehen also rein zum Beispiel in die Calcio A, geben dann ein Qualität Gold und dann schauen wir einfach mal 1200. Und da kommen ein paar Stück. Ja, bei Rechtsverteidiger und Linksverteidiger ist es immer unterschiedlich. Und ihr seht schon, bei 1000 Münzen, da bleibt es schon fast stehen. Ja? Ihr seht schon, ja, 1900 Münzen circa, für 900 Münzen kann man jede Karte wegbekommen. Also da finden wir keine mehr. Das heißt, wir gehen so runter auf 750 und versuchen uns da einfach Spieler zu snipen, genauso wie den hier. Und so leicht kannst du im Moment Gewinn machen. Und der ist dann eben, wie wir gerade nachgeschaut haben, mindestens 900 Münzen wert, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Ja, den können wir reinstellen für 1100. 500 Münzen gewinnt mit einer einzigen Karte. So easy kann Trading sein. Und da müsst ihr dann einfach wirklich nur snipen. Ich würde euch raten, hier über die 10 Millionen Grenze zu gehen, damit ihr da nicht vom Transfermarkt geworfen werdet. Das passiert mir nämlich öfter mal, wenn ich unter der 10 Millionen Grenze bin, beziehungsweise wenn ich da irgendwie das mit 1000 oder so mache. Also ich würde wirklich euch raten, hier auf 10 Millionen hochzugehen. Jetzt gerade finden wir keinen, aber im Normalfall müsstet ihr da schnell Spieler finden. Come on, lass mich nicht im Stich, lass mich jetzt nicht im Stich, komm. Wir finden jetzt einen. Vor 50.000 finden wir einen Spieler. Komm, ich glaube an dich. Ich glaube an dich, FIFA. Komm. Come on, bitte. Ey, nein. Jungs, nein. Das gibt's nicht. Ach du Kacke, Mann. Okay, ja, gut. Das ging jetzt anscheinend dann doch nicht mehr so gut. Ich will das aber, sag ich mal, ehrlich gestalten und zwar zeige ich euch das jetzt auch. Ja, ich will jetzt nicht irgendwie euch sagen, ja, ihr bekommt da jede Sekunde einen Spieler. Das mache ich nicht, Leute. Ich zeige euch, wie es ist. Ihr habt gerade gesehen, am Anfang ging es gut, jetzt nicht mehr so gut. Ich probiere es nochmal. Vielleicht bekommen wir jetzt eine Karte, aber am Anfang ging es ganz gut. Also von dem her, es ist auf jeden Fall möglich, hier gut Karten zu snipen. Der Linksverteidiger-Filter ist, glaube ich, noch ein bisschen besser, vor allem der dann aus der Bundesliga. Das werdet ihr dann schon noch sehen. So, also wir schauen, was die Linksverteidiger kosten. Die kosten circa, ja, 950, denke ich mal, 900, 950, sowas. Ja, für 900 Münzen bekommt ihr jeden Linksverteidiger weg, ja, wie wir hier sehen können. Also, wir gehen runter wieder auf 750 und schauen, dass wir da eine Karte bekommen. Hier für 400 Münzen, ah, da waren wir ein bisschen zu langsam, aber so schnell kann es gehen, so schnell könnte man Gewinn machen, wenn man natürlich schnell genug sniped. Wir haben das Ganze auch im Stream gemacht und im Stream hat es richtig, richtig gut funktioniert. Hier für 550 waren wir leider wieder ein bisschen zu langsam. Ja, 600... Shit, der war schon ein bisschen länger drinnen, das war ein bisschen schwierig, 650, jetzt haben wir eine bekommen, also ihr müsst schon ein bisschen Geduld haben natürlich auch und den können wir sicher so für 1000 Münzen verticken, das heißt, das ist ein Gewinn von 350 Münzen, natürlich haben wir die EA-Gebühren bei diesem Beispiel noch nicht abgezogen, hier 750, packen wir für 950 rein, sind wieder easy, so circa 200 Münzen Gewinn, also ihr seht schon, es ist möglich, ich probiere jetzt hier noch einen zu bekommen, ihr seht schon, der Linksverteidiger-Filter geht eigentlich viel besser als der Rechtsverteidiger. Filter. Also ihr müsst auch ein bisschen so ausprobieren, was besser funktioniert. 950, das ist der Preis, für den wir den reinstellen. Ich würde sagen, einen Linksverteidiger holen wir uns noch schnell. 500 Münzen, schade, haben wir nicht bekommen. Und da jetzt für 650 haben wir bekommen, wieder 300 Münzen gewinnen und die sind eigentlich auch ziemlich lange auf dem Transfermarkt. Der war jetzt schon ein paar Sekunden drauf und wir haben ihn trotzdem noch bekommen. 700 nehmen wir auch noch mit, 750, der Rui, den haben wir leider nicht bekommen. Okay, das heißt, wir stellen ihn wieder rein für 950 und machen somit schon mal mit diesen Karten, keine Ahnung, 1.000-2.000 Münzen oder so. So, und dann gehen wir noch in die Bundesliga und machen das auch wieder mit Links- und Rechtsverteidigern. Und hier sehen wir schon, die Linksverteidiger sind viel, viel teurer. Die kosten 900 Münzen. Ja, also das ist kein Normalpreis für einen Linksverteidiger aus der Bundesliga. Die kosten einfach im Moment so viel, weil gerade bestimmte SBCs draußen sind, wo man eben Links- und Rechtsverteidiger aus der Bundesliga und aus der Calcio A
gut verwenden kann. Es liegt hauptsächlich an den Top-Partien. 500 Münzen, ein Linksverteidiger, den wir für 900 Münzen verkaufen können. Wir haben es gerade uns selber angeschaut. Wenn wir auf den Preisvergleich sehen, gehen, werden wir auch sehen, dass wir den für 900 Münzen locker wegbekommen. 400 Münzen gewinnen mit einer einzigen Karte. Es ist sowas von easy, hier gerade Gewinn zu machen. Ich würde euch wirklich raten, das Ganze auch nachzumachen, das Ganze auch auszuprobieren und euch so schnell eure Coins abzuholen, denn das ist wirklich wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Geschenk einfach nur, wenn da mal so ein geiler Filter draußen ist. Okay, den haben wir jetzt nicht bekommen, der wäre für 400 Münzen natürlich absolut nice gewesen, da habe ich mich jetzt leider verdrückt, habe auf Bieten gedrückt, das passiert mir öfter mal, aber alle Leute, die im Stream waren, die haben gesehen, es ging vielleicht sogar noch schneller im Stream vorhin. Ey, schon wieder verdrückt, wieder auf den Geboten. Mann, das passiert mir so häufig, dass ich auf die Spieler unabsichtlich biete. Ich würde sagen, wir holen uns noch eine Karte. Komm, 650, jawoll. 650 für einen seltenen Spieler sogar. Und der dürfte nochmal ein bisschen mehr wert sein, womöglich. Ja, so 1100 würde ich jetzt mal schätzen. Und das sind so circa 500 Münzen Gewinn mit dieser Karte. 450 haben wir nicht bekommen. Okay, und dann gehen wir noch auf den Rechtsverteidigerfilter und sehen, dass die Karten da auch so circa 750, 800 Münzen kosten. Also für 800 bekommt man alles weg. Wir gehen runter auf, ja, wir gehen sogar runter auf 550, come on. Hier für 400, schade, haben wir nicht bekommen, aber da kommen auch viele Spieler rein, glaube ich. Also im Stream war der Rechtsverteidiger und der Linksverteidigerfilter aus der Bundesliga eigentlich sogar effektiver als der aus der Calcio A, würde ich jetzt mal so sagen. Und den stellen wir da rein für 800 Münzen. Sind wieder so 250 Münzen Gewinn. Also es ist schon echt leicht, hier Gewinn rauszuholen. Einen Rechtsverteidiger gönnen wir uns noch. Einen Rechtsverteidiger holen wir uns noch. 600 Münzen geht auf jeden Fall auch noch komplett klar. Und da versuche ich jetzt noch eine Karte zu bekommen. Für 500 Münzen bekommen wir den Gebre Selassie. Können wir reinstellen für 800 Münzen. Es ist so easy, Leute. Es ist so easy. Es sind wieder 300 Münzen Gewinn. Und das sind in meinen Augen wirklich die besten Trading-Tipps. Beziehungsweise einer der besten Trading-Tipps, der im Moment ja vorhanden ist. Ich zeige euch jetzt nochmal kurz schnell die Squad-Building-Challenges, um da irgendwie euch aufzuklären, warum die ein bisschen mehr wert sind. Ja, perfekt. Ich habe die Top-Partien natürlich gerade schon abgeschlossen. Man kann sie aber nochmal anschauen. Ja, hier seht ihr es. Da braucht man so ein paar Nationen und viele bauen dann eben diese Nationen mit einer Liga und dann steigen eben die Spieler aus der ganzen Liga. Und das ist eben bei der Bundesliga der Fall. Ist jetzt nicht so leicht zu erklären, aber das ist auf jeden Fall der Fall, warum jetzt die Bundesliga und die Calcio A mehr wert sind, weil die Leute dann eben die Calcio A nehmen, ja, damit sie Chemistry haben und dann eben diese zwei Nationen reinpacken. Ne? Also das ist so der Hintergrund des Ganzen und da haben wir jetzt auf jeden Fall auch ein paar Stück verkauft, wie wir gleich sehen können. Ja, hier seht ihr vier Stück direkt mal weggegangen, also es ist wirklich easy easy und leichter wird es fast nicht gehen, leichter könnt ihr fast keine Coins machen. Und damit war es eigentlich auch schon wieder mit dem heutigen Trading-Tipp. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, checkt die Links in der Beschreibung ab. Leute, ich mache gerade trotzdem Videos, obwohl ich extrem viel arbeiten muss im Moment. Ich habe ja jetzt meinen Zivildienst gestartet und ich habe echt wenig Zeit. Ich habe ja auch Fußballtraining und Fußballmatch und so, also es ist nicht ganz so viel Zeit, aber ich gebe mein Bestes, um euch trotzdem viele Videos zu bieten. Und ja, checkt, wie gesagt, die Links in der Beschreibung ab, bla bla. Schreibt mir gerne einen Kommentar. Wir sehen uns beim nächsten Mal, habt immer High Hopes und ciao.